was ist da denn drin, will Mara wissen. Der Treibstoff der Zukunft, sagt ein Junge und rührt in der braunen Masse herum. Oder auch erstmal vergammelte Pflanzenabfälle, erklärt ein Mädchen, das an einem Mikroskop sitzt. Daraus entsteht dann Biowasserstoff für Autos oder Raketen, fragt Mo. Ja, genau, oder auch Raketen. Perfekt, freut sich Mo. Wir bräuchten bitte einige Liter für unsere Rakete. Uff, na gut, sagt Merle, dann fangen wir mal gleich an. Sie geht zu einem Eimer mit Pflanzenresten und schüttet ihn in den Kessel. Keine Ahnung, wäre toll, wenn man einfach ein paar Kinder bestellen könnte und die Post liefert sie dann. Im nächsten Moment klingelt es. Ring, ring. Das sind sie vielleicht schon. Ruft Elias, dann rennt er mit Lara zur Tür. Krass, findet Mara. Weißt du, was noch krasser ist? Fragt der Mann und springt von der Ladefläche. Fensterscheiben, die Strom erzeugen. Was? Sowas gibt es? Staunt Lara. Noch nicht ganz, aber vermutlich bald. An so etwas würde ich später auch gerne arbeiten, sagt Lara. Die beiden freuen sich. Ja, mach das mal. Wir können schlaue Leute mit guten Ideen gebrauchen. Das ist ja interessant, ruft Eda plötzlich. Plötzlich steht Lara neben Elias. Was ist denn hier los? Fragt sie neugierig. Josephine, das Wildschweinbaby, ist abgehauen. Wir müssen es schnell finden, weil es krank ist, antwortet Elias aufgeregt. Okay, warte kurz, sagt Lara und rennt weg. Wenig später kommt sie mit einer Drohne zurück. Die Drohne hat eine Kamera, erklärt Lara. Die habe ich gerade selbst repariert. Sie drückt auf eine kleine Fernbedienung. Die Drohne steigt auf und summt dabei wie eine Hornisse.